Zum Thema Multiplikation der natürlichen Zahlen. Eine Multiplikation schreibt man so oder einfach mit einem Punkt. Wir werden hier diese zwei Zahlen miteinander multiplizieren und das per Schrift rechnen. Dazu schreibt man am besten die kleinere der Zahlen unterhalb der größeren. Jetzt beginnen wir die Multiplikation. 6 mal 5 macht 30. Die einer Ziffer 0 schreiben wir hier und die Zehner Ziffer 3 halten wir hier fest. Es geht weiter mit 4 mal 6. 4 mal 6 macht 24 plus diese 3 macht 27. Die einer Ziffer 7 halten wir hier fest und die Zehner Ziffer 2 halten wir da fest. Diese 3 wurde durchgestrichen, weil wir sie ja eingesetzt haben. Es geht weiter. 6 mal 3 macht 18 plus diese 2 macht 20. Also von der 20 schreiben wir die einer Ziffer dahin und die Zehner Ziffer dahin. Diese 2 haben wir benutzt, die streichen wir also weg. Jetzt entsteht hier eine neue 2. Es geht weiter. 6 mal 7 macht 42 plus diese 2 macht 44. Die 2 wurde durchgestrichen, weil wir sie benutzt haben. Jetzt geht's weiter mit dieser Zehnerziffer von 26. 2 mal 5 macht 10. Da wir hier bei der Zehnerziffer sind, versetzen wir hier die einer Ziffer von dem Produkt 10 dahin. Also gehört hier die 0 hin und die Zehnerziffer halten wir hier fest. Es geht weiter. 2 mal 4 macht 8 plus diese 1 macht 9. Wir schreiben die 9 dahin und diese 1 streichen wir durch, weil wir sie ja eingesetzt haben. Jetzt rechnen wir 2 mal 3, das macht 6, da steht sie, und dann noch 2 mal die 7, das macht 14. So, und diese beiden Zahlen werden jetzt addiert. Die 0 plus die 0, die da steht, die man aber nicht schreibt, das macht 0. 7 plus 0, das macht 7. 0 plus 9 macht 9, 4 plus 6 macht 10, die einer Ziffer, das heißt die 0, schreiben wir dahin und die Zehner Ziffer 1 schreiben wir da oben hin, also so. Jetzt wird auch hier addiert, 1 plus 4 plus 4, das macht 9 und diese 1 plus diese 0, das macht 1. Somit haben wir also schriftlich herausgefunden, dass dieses Produkt die Zahl 190.970 ergibt. Das Ganze können wir jetzt schön üben. Wir geben uns selbst solche Produkte auf und testen dann die Antwort mit dem Taschenrechner durch diese Taste mal. Bei einer Multiplikation heißen die Zahlen, die multipliziert werden, die Faktoren und die Antwort heißt das Produkt. Jetzt schauen wir uns noch Eigenschaften von der Multiplikation in n an. Dazu folgendes Beispiel. 2 mal 3 macht 6. 3 mal 2 macht aber auch 6. Also ist 2 mal 3 genau dasselbe wie 3 mal 2. Und diese Eigenschaft gilt nicht nur für die natürlichen Zahlen 2 und 3, sondern die gilt für alle natürlichen Zahlen. Deshalb schreiben die Mathematiker das sehr gerne mit Buchstaben. Für egal welche natürlichen Zahlen a und b gilt, a mal b gleich b mal a. Wir vergleichen das mit solchen Schubladen. Dies ist die Schublade, die den Namen a trägt und im Beispiel hat sie den Inhalt 2. Diese Schublade mit Namen b beinhaltet die 3. A mal b bedeutet also 2 mal 3. Aber egal welcher der Inhalt der Schubladen ist, wir werden diese Zahlen miteinander multiplizieren, indem wir das Produkt A mal B nennen. Diese Eigenschaft besagt also, für egal welche natürlichen Zahlen A und B gilt A mal B gleich B mal A. Aber nicht vergessen, hinter diesen Buchstaben verstecken sich Zahlen. Diese Eigenschaft nennt man die Kommutativität, also ist die Multiplikation natürlicher Zahlen kommutativ.
Es folgt ein weiteres Beispiel. 2 mal 3 mal 4. Diese Rechnung bedeutet, wir rechnen zuerst, was zwischen Klammern steht. Zwischen Klammern steht 2 mal 3 und das macht 6. Und erst hinterher wird mit dieser 4 multipliziert. 6 mal 4, das macht 24. Jetzt haben wir diese Rechnung. Diese Klammern hier bedeuten, man rechnet zuerst, was zwischen Klammern steht. Zwischen Klammern steht 3 mal 4, das heißt 12. Und hinterher wird diese 12 erst mit der 2 multipliziert. 2 mal 12 macht 24. Ob wir die Klammern dahin setzen oder ob wir sie dahin setzen, wir finden in beiden Fällen 24. Woraus wir also schließen können, dass 2 mal 3 ausgerechnet mal 4 dasselbe ist wie 2 mal 3 mal 4 ausgerechnet. Das heißt, wir können diese Klammern verschieben. Diese Eigenschaft ist nicht nur gültig für die natürlichen Zahlen 2, 3 und 4, sondern sie ist gültig für alle natürlichen Zahlen. Das werden wir wieder mit Buchstaben beschreiben. Dazu brauchen wir aber eine dritte Schublade, nennen wir sie C. In unserem Beispiel ist hinter dem C die Zahl 4 versteckt. Allgemein können wir sagen, für egal welche natürlichen Zahlen A, B, C gilt, A mal B mal C ist dasselbe wie A mal B mal C. Diese Eigenschaft, dass man diese Klammern einfach so verschieben kann, nennt man Assoziativität. Also ist die Multiplikation natürlicher Zahlen assoziativ.